In der Gustav-Vasa-Schule in Stockholm geschah vor einigen Jahren etwas sehr Seltsames. Es war an einem Montag und in der Anfängerklasse hatten sie gerade Lesen. Da klopfte es an die Tür. Ein sehr schwaches, leises Klopfen war es. »Herein«, sagte die Lehrerin. Aber niemand kam herein. Stattdessen klopfte es wieder. »Geh und sieh nach, wer dort ist«, sagte die Lehrerin zu dem Jungen, der der Tür am nächsten saß. Er hieß Gunnar. Gunnar öffnete. Und draußen standen zwei Kinder. Zwei ganz kleine Kinder. Ein Junge und ein Mädchen. Sie waren nicht größer als Puppen. Sie kamen herein und gingen schnurstracks auf die Lehrerin zu. Der kleine Junge verbeugte sich und das Mädchen machte einen Knicks. Und dann sagten sie, »Wir wollten fragen, ob wir nicht hier in die Schule gehen könnten.« Die Lehrerin war so überrascht, dass sie zuerst nicht antworten konnte. Schließlich fragte sie aber doch, »Wer seid ihr eigentlich?« »Wir heißen Peter und Petra«, antwortete der Junge. »Und wir gehören zu einer Zwergenfamilie«, sagte das Mädchen. »Und Papa und Mama finden, dass auch Zwerge etwas lernen müssen«, sagte der Junge. »Wo wohnt ihr denn?«, fragte die Lehrerin verwundert. »Seid ihr sicher, dass ihr zu diesem Schulbezirk gehört?« »Wir wohnen im Vasapark«, antwortete Peter. »Und der Vasapark gehört doch zur Gustav-Vasa-Schule«, sagte Petra. Ja, da musste die Lehrerin zugeben, das stimmte. Alle in der Klasse reckten die Hälse, um Peter und Petra richtig sehen zu können. Sie fanden, dies war ein ungewöhnlich netter Montag und sie wollten Peter und Petra gern zu Klassenkameraden haben. »Ja, liebe Kinder, dann setzt euch nur«, sagte die Lehrerin. Aber wo sollten sie sich hinsetzen? Es gab ja keine Bank in der Klasse, die klein genug war für so winzige Wesen. »Sie können bei mir sitzen«, schrie Gunnar eifrig. Und da gingen Peter und Petra zu Gunnars Platz. Er hob sie nacheinander hoch und setzte sie vor sich auf den Tisch. Dann zeigte er in die Fibel, damit Peter und Petra sahen, wie weit sie schon mit dem Lesen gekommen waren. Die Lehrerin sagte zu Gunnar, er solle lesen. Und das tat er. »Oma ist lieb«, las er vor. Und Peter und Petra hörten zu und nickten verständig, obwohl sie bis jetzt ja noch nicht begriffen, wie all die kleinen schwarzen Schnörkel im Buch zu »Oma ist lieb« wurden. Als die Schule für diesen Tag zu Ende war, konnten Peter und Petra schon eine ganze Menge. Außer »Oma ist lieb« konnten sie auch noch 2 + 3 = 5 und dann konnten sie noch singen, kleine Frösche sind so lustig anzusehen. Auf dem Weg nach Hause ging Gunnar ein Stück zusammen mit Peter und Petra, denn sie mussten in dieselbe Richtung. Peter und Petra hielten sich fest an den Händen und sahen sich vorsichtig um, wenn sie über die Straße mussten. »Am schlimmsten ist es, wenn wir über die Odenstraße müssen«, sagte Petra bekümmert. »Da ist so ein Verkehr.« »Ich werde euch helfen«, sagte Gunnar. Und dann ging er mit Peter und Petra über die Odenstraße. Und wenn ein Auto kam, hielt er die Hand hoch und machte Stoppzeichen, wie ein richtiger Verkehrspolizist. »Danke und auf Wiedersehen«, sagten Peter und Petra und winkten Gunnar zu. Und dann hüpften sie davon zum Vasapark. Jeden Tag kamen Peter und Petra in die Schule. Und die Kinder in der Klasse wurden nicht müde, die beiden anzusehen. Die Lehrerin war sehr nett. Sie ließ von einem Tischler zwei winzige Schulbänkchen schreinern, die genau zu Peter und Petra passten. Diese wurden ganz vorn in der Klasse aufgestellt. Die Lehrerin ließ auch zwei winzige Kleiderhaken anbringen, fast am Fußboden, draußen auf dem Gang. Denn wie sollte sonst Peter seinen feinen Mantel und Petra ihre hübsche Jacke aufhängen?
Wenn Peter und Petra an der schwarzen Tafel rechneten, musste die Lehrerin sie hochheben und auf einen hohen Stuhl stellen. Wenn sie lesen hatten, durften sie immer auf Gunnars Tisch sitzen. Und wenn sie selbst vorlasen, stellten sie sich mitten in das Buch. Es sah zu niedlich aus, fanden alle Kinder. Die Lehrerin sagte, die beiden wären sehr tüchtig und würden sicher ein gutes Zeugnis bekommen. Zu Beginn des Winterhalbjahres fing es an, kalt zu werden. Und wie immer war im Wasserpark eine Eisbahn. Gunnar lief dort Schlittschuh, wenn er mit seinen Schularbeiten fertig war. Noch wusste er nicht, wo Peter und Petra wohnten, aber er wollte es zu gern sehen. Eines Abends, als er seine Schlittschuhe abgeschnallt hatte und gerade nach Hause gehen wollte, beschloss er, nach Peter und Petra zu suchen. Überall stöberte er herum, und schließlich sah er weit hinten in einem versteckten Winkel des Parks einen schwachen Lichtschein unter einer Tanne hervorschimmern. Er ging näher. Unter der Tanne war ein Erdhaufen. Und in diesem Erdhaufen war ein kleines Fenster. Von dort kam der Lichtschein. Gunnar kniete sich hin und guckte durch das Fenster. Und darinnen saßen Peter und Petra an einem runden Tisch und machten ihre Rechenaufgaben. Ihr Papa saß in einem Schaukelstuhl und las in der Zeitung, und ihre Mama stand am Herd und kochte Kaffee. Sie hatten kein elektrisches Licht, sondern eine Petroleumlampe, die einen milden und freundlichen Schein über Peters und Petras gebeugte Köpfe warf. Gunnar klopfte vorsichtig an die Scheibe. Einen Augenblick später wurde eine Tür in dem Erdhaufen geöffnet, und da stand Peter. »Hallo«, sagte Gunnar, »ich bin's.« »Hallo«, sagte Peter, »gut, dass du kommst. Du kannst mir sicher sagen, wie viel 17 weniger 9 ist.« »8«, sagte Gunnar. »Wer ist denn draußen?« rief Peters Papa. »Es ist nur einer aus meiner Klasse«, schrie Peter zurück. Da kam auch Petra angerannt. »Bist du Schlittschuh gelaufen?« fragte sie. »Wenn du wartest, bis die Eisbahn geschlossen ist, kannst du sehen, wie Petra und ich laufen«, sagte Peter. »Wir trauen uns nicht zu laufen, solange die großen Kinder dort sind.« »Schade, dass wir dich nicht bitten können, reinzukommen«, sagte Petra. »Du bist zu groß. Aber du kannst ja durchs Fenster gucken.« Und das tat Gunnar. Er kniete sich wieder hin und schaute in den freundlichen Raum. Peter und Petra standen am Fenster und schnitten ihm Gesichter. Sie schrieben etwas auf einen Zettel, und dann hielten sie ihn an die Fensterscheibe. Da stand in Druckbuchstaben: »Gunnar, du bist ein prima Kerl.« Dann lachten sie, Peter und Petra drinnen und Gunnar draußen vor dem Fenster. Nach einer Weile zeigte Peter auf eine Uhr, die an der Wand hing. Gunnar verstand, dass er meinte, nun sei die Eisbahn geschlossen. Und Peter und Petra beeilten sich, ihre Schlittschuhe hervorzuholen, zogen ihre Jacken und Handschuhe an und setzten ihre Mützen auf, sagten ihren Eltern auf Wiedersehen und kamen heraus zu Gunnar gelaufen. Die Eisbahn lag dunkel und leer da. Bald hatten Peter und Petra ihre winzigen Schlittschuhe angeschnallt. Und dann schwebten sie zusammen über das Eis. Und sie schwebten hinaus und tanzten übers Eis und zogen ihre Kreise vor und zurück auf eine wunderbare, bezaubernde Weise. Es war, als ob ein schwacher Schimmer um sie war, als sie so tanzten. Und Gunnar glaubte, eine leise Musik zu hören, von weit her. Aber das war vielleicht nur Einbildung. Er hielt den Atem an. Es war das Schönste, was er je gesehen hatte. Und er dachte, er würde sich immer, immer daran erinnern, solange er lebte.
Peter und Petras Augen strahlten, als sie schließlich die Arme umeinander gelegt auf Gunnar zuglitten. Und Peter sagte, laufen wir nicht schon ganz gut? Und Petra sagte, wir üben hier jede Nacht eine Weile, wenn die Großen schlafen. Es macht uns riesigen Spaß. Als Gunnar an diesem Abend mit den Schlittschuhen über der Schulter nach Hause ging, sang er vor sich hin. Er war so froh und er hatte Peter und Petra so gern. Bald war Weihnachten und eines schönen Tages war die Schule zu Ende und es gab Zeugnisse. Peter und Petra bekamen richtig gute Zensuren. Die Lehrerin hatte sie in ihrer kleinsten Schrift auf winzige Zettelchen geschrieben. Petra hatte sehr gut im Lesen und sie war sehr stolz darauf. Peter hatte nur gut. Gunnar sollte Weihnachten bei Großvater und Großmutter in Smolland feiern. Als er Peter und Petra wie gewöhnlich über die Odenstraße gebracht hatte, sagte er, »Auf Wiedersehen, Peter! Auf Wiedersehen, Petra! Bis nach den Ferien also!« »Wiedersehen, Gunnar!« sagten Peter und Petra. »Du bist ein prima Kerl!« Und dann verschwanden sie im Wasserpark. »Bis bald!« riefen sie und winkten. Aber Peter und Petra kamen nie wieder. Als die Schule nach den Weihnachtsferien anfing, waren Peter und Petra nicht da. Alle Kinder in der Klasse warteten und warteten auf ihr leises, schwaches Klopfen an der Klassentür. Gunnar wartete am allermeisten, aber sie kamen nicht. Da standen sie nun, die kleinen Bänkchen, vorn beim Pult der Lehrerin. Doch kein Peter und keine Petra saßen dort. Die kleinen Kleiderhaken im Gang blieben leer. Aber dann kam eines Tages ein kleiner Brief in Gunnars Briefkasten geflattert. Er war von Peter und Petra. Und in dem Brief stand, »Lieber Gunnar, wir sind fortgezogen nach Tierp, denn Mama fand, wir könnten hier eine bessere Wohnung bekommen. Aber hier gibt es keine Eisbahn. Aber wir üben jetzt auf einem kleinen See. Aber es war fast besser auf der Eisbahn im Wasserpark. Auf Wiedersehen, Gunnar. Du bist ein prima Kerl. Peter und Petra.« Gunnar läuft an den Winterabenden immer noch Schlittschuh im Wasserpark. Doch manchmal bleibt er stehen und schaut nur. Dann glaubt er, einen winzigen Jungen und ein winziges Mädchen zu sehen, die zu einer leisen Musik von weit her auf dem Eis tanzen.